Wenn Sie in einem so wichtigen Eisenbahnknoten wie hier in Leipzig auf 10 Kilometer Länge derart umfangreiche Baumaßnahmen durchführen, dann bringt das für die Realisierung des Projektes besondere Herausforderungen mit sich. Wir müssen einerseits natürlich den Betrieb des Leipziger Hauptbahnhofes aufrechterhalten. Wir wollen den Fahrgästen weiterhin den gewohnten Komfort bieten. Wir wollen die Einkaufsmöglichkeiten offen halten. Und wir müssen natürlich auch den Eisenbahnverkehr ermöglichen, damit unsere Kunden und unsere Gäste hier weiter unseren Service nutzen können. Und natürlich auch für Anwohner und Anlieger gab es Einschränkungen. Wir hatten natürlich Nachtbaustellen, wir hatten erhöhten Baustellenlärm. Das tut uns leid, ist oft nicht zu vermeiden. Und ich danke da allen, die das Verständnis gezeigt haben, dass wir jetzt einen derart modernen Eisenbahnknoten wie hier in Leipzig haben.